Willkommen, liebe Leute, zu einer Folge And the Games. Und zwar spielen wir heute mit dem Kid And the Man. Und zwar habe ich jetzt in der Folge einen gravierenden Fehler gemacht. Denn es ist leider Gottes so gewesen, dass das Kid, was ich gestern hatte, gestern vor allem, vor ein paar Tagen, dieses komische, was hatte ich denn nochmal? Ich glaube TNC oder Bomber oder so, ne? War das so? Das ist ein bisschen fehlerhaft gewesen, weil das kein Anfangskit ist für mich. Ich will eigentlich ein Anfangskit sein, aber wer kann damit rechnen, dass die Kids in der ersten Reihe auch nicht Anfangskits sind? Das ist ein bisschen komisch. Jetzt spielen wir mit dem Kid Endermann und haben den Vorteil, dass wir keinen Schaden bekommen durch Enderperlen und wir haben den Vorteil, dass wir Truhen aus einer etwas weiteren Range öffnen können. Das ist vielleicht ganz interessant, okay, da vielleicht gerade nicht so wirklich. Deswegen will ich ganz gerne versuchen, mich öfter supporten und so. Natürlich kann man kurz versuchen, den Baum abzubauen, wenn es denn klappen sollte. Gnädiges Endergame-Spiel, bitte hab Mutter Natur auf deiner Seite, auf meiner Seite. Mutter Natur ist natürlich gegen Baumabfällen, kann ich mir eher vorstellen. So, wir haben jetzt ein Eisenschwert natürlich und wir hätten schon mal Schuhe. Die können wir schon mal machen. Und wir haben ein bisschen Erfahrung, guck mal, das ist auch noch eine Truhe. Ach cool, wir haben ein Diamantschwert. Das werde ich hier mal kurz machen. Hätten wir schon eigentlich was anderes machen können, gerade eben. Wäre vielleicht cooler gewesen. Naja, gut. Haben ein bisschen was verplempert an Stuff. Was haben wir denn? Tank der Schnelligkeit. Ist auch nicht so scheiße, persönlich. Geht auch klar. Aber jetzt reicht erstmal Leute suchen. Rüstung haben wir natürlich nicht ganz so geil dabei. Ich habe aber diese Range, kann ich noch gar nicht so richtig abschätzen. Also die Range macht für mich gerade noch nicht so krassen Sinn. Irgendwie. Also ich sehe die Range noch nicht. Ich sehe es noch nicht von meinem Auge. Diese Range. Wir machen uns noch mal kurz einen Kopf. Ich mache mir gerade einen Kopf darum, wie ich einen Kopf machen kann. Also einen Helm machen kann. Aber ja, Harn ist natürlich auch ganz gut. Wir könnten auch natürlich. Wieso will ich ihn abbauen? Wir könnten natürlich auch hieraus einen Kopf machen. Macht ja auch Sinn. Denn Köpfe bringen. Okay, Eisen würde schon ein bisschen was besser machen. Da ist natürlich auch noch gar nicht so viel. Da kämpfen auch noch welche gerade. Beim Kampf selber haben wir jetzt keinen so krassen Vorteil. Hier ist auch Ende im Gelände. Das heißt, wir wissen das. Er weiß es wahrscheinlich nicht. Dementsprechend könnten wir den hoffentlich. Ja, natürlich gut gemacht mit diesem Bouncer. Das finde ich persönlich ein bisschen ungeil, dass man so bouncen kann und. Okay. Da hinten ist immer noch. Da ist der Typ gewesen, oder? Da irgendwo war noch ein anderer Typ. Da hinten in der Ecke. Vielleicht können wir uns mal kurz auch Speed geben oder so. Solange der Typ da irgendwas craftet. Bitte crafte, die hat einen Eisenhandschuh. Craftet wunderbar. Richtig gut. Wir haben natürlich nicht viel Leben momentan, was für uns natürlich erstmal scheiße ist. Vielleicht doch mal kurz weggehen. Also richtig, richtig, richtig weit weg. Wir bekommen ja keinen Schaden dadurch. Das ist ja ziemlich geil. Da ist noch ein Typ mit, da ist ein Dingens. Wir brauchen Essen auf jeden Fall. Wir haben nichts an Essen dabei, oder? Doch, wir haben schon was an Essen dabei. Gut, dann essen wir mal kurz. Wir haben auch 3 Level. Vielleicht können wir mal ganz kurz verzaubern gehen. Ich bin ja relativ schnell im Verzaubern, das geht bei mir ja relativ zackig. Kann man nochmal kurz die Schuhe ausziehen. Und nochmal was anderes, okay, 2 Level jetzt verbraucht. Und die Schuhe, gut, glaube ich, Lazio habe ich jetzt auch mitgenommen, warum nicht? Ich gönne mir mal eben, okay, ist rausgebackt. Lol, ich habe Speed bekommen? Lol, wieso bekomme ich denn Speed, wenn ich geportet werde? Ist das so mit dem Kit? Keine Ahnung. Also die Runde, ja, wir haben natürlich ein sehr neutrales Kit, was im PvP vielleicht jetzt nicht so angewandt werden kann, dass es, so geil ist vielleicht. Wir brauchen halt noch ein bisschen was, um uns mal eine Dingens zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein, so, erstmal ganz kurz klar denken. Wir brauchen erstmal Holz auf jeden Fall noch. Und wir brauchen noch ein bisschen was an Gold oder an Eisen. Ja, ich denke mal, Diamant werden wir jetzt nicht so viele finden, dass wir das irgendwie. Da, guck mal, da haben wir. Nein! Ach, come on! Really jetzt gerade? Ja, oder wir können uns da vielleicht einen von absnacken. Meinst du, das könnten wir schaffen? Oh, ja, aber der Double Hit war drin. War sehr gut, der Double Hit. Da ist auch nochmal ein Hit drin. Oh, wunderbar. Genauso muss es doch sein. Haben wir denn da ist der Harnisch? Wunderbar. Ist noch was Besseres? Da ist noch gebratenes Fleisch. Das würde ich mir auch sehr gerne. Ein Trank der Heilung. 20 von denen. Haben wir eine Werkbank dabei? Haben wir sogar auch. Dann können wir sogar Folgendes machen einmal. Und zwar machen wir uns da eine Eisenhose draus. Boah, zum Glück haben wir die noch bekommen, die Eisenhose. So, dann holen wir uns ein bisschen besseres Essen runter. Also, wir holen uns einen runter, also Essen runter. Besseres Essen holen wir uns runter. Da ist noch Lava. Ja, die kann auch. Wir nehmen mal Lava mit. Ich will ja momentan so ein bisschen auf Lava spielen, um halt ein bisschen auch zu üben. Für Lvaro.
und so. Aber gut, das Kit ist jetzt vielleicht, nein, nicht. Ich finde es okay, aber jetzt auch nicht mördergeil irgendwie. Ist halt ein Kit, was im Angriff jetzt vielleicht nicht so geil ist. Hallo? Mal eben umgedreht. Ah, lol. Da habe ich den gar nicht gesehen, den Typen gerade. Mal kurz wegporten, denn ich brauche erstmal wieder ein bisschen was an Essen, das ich zu mir nehme. Da kommen sie auch gerade irgendwie. Können wir es vielleicht nochmal dahin porten? Hallochen, wie geht's denn dir mit meiner Dreier-Vierer-Kombo, die ich dir raushaue? Hat ganz gut funktioniert. Was haben wir da? Schärfe 1 auch nur drauf. Das heißt jetzt nur, aber werfbarer Trank der Vergiftung. Kann man auch mal machen. Wo ist der nächste Typ? Ah, da haben wir natürlich sehr, sehr gut gemacht, diese Kombo, die da drin war. Die Dreier- oder Vierer-Kombo. Wir haben 61 Sticks. Warum nicht? Sage ich dir da mal jetzt zu. Warum nicht? Da ist der Typ. Vielleicht können wir uns dann auch so zu dem Porten, dass wir uns vor seine Fresse teleportieren. Der hat aber auch eine gute Hose an. Ja, wir machen das gar nicht so scheiße gerade. Wir können vielleicht noch einmal uns porten. Ja, wunderbar. Halte ich nochmal eben kurz. Oh, das habe ich den, hab ich vor uns geportet. Da nochmal. Lol, der ist mitten im Boden drin, der Typ gerade bei mir. Das ist ein bisschen ungeil. Na komm, das machen wir nicht allzu gut, aber hat... Oh, ich hab gewonnen, die Runde. Das war der letzte? Ah, lol. Lol. Ja, okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, hauen Sie rein. Hab ich es gar nicht gemerkt. Aber dann ist die Runde schon vorbei. Ja gut, dann haben wir die Runde gewonnen. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.